abgelehnt. Wir gelangen nun zum 9. Punkt der Tagesordnung, Bericht des Justizausschusses über die Bürgerinitiative Nummer 37/BI, stoppt die Vorratsdatenspeicherung. 2086 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Zum Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Magister Albert Steinhauser. 6 Minuten sind wunschgemäß eingestellt. Bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, letztes Jahr haben 106.067 Bürgerinnen die Bürgerinitiative Stoppt Vorratsdatenspeicherung unterschrieben. Das ist die größte Bürgerinitiative, die jemals ans Parlament gerichtet wurde. Und es ist kein Zufall, dass diese Bürgerinitiative so viel Unterstützung erfahren hat, weil die Vorratsdatenspeicherung als Überwachungsmaßnahme mittlerweile auf massiven Widerstand stößt. Was ist die Vorratsdatenspeicherung? Die Vorratsdatenspeicherung ist nichts anderes als die verdachtsunabhängige Speicherung von Handy- und Internetdaten sowie Standortdaten, womit man dann feststellen kann, wer wann wo war und wer wem wann geschrieben oder wer mit wem wann telefoniert hat, ohne dass sich die betroffenen Personen etwas zu Schulden kommen lassen haben. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie Handy oder Internet verwenden. Die Bürgerinitiative hat zwei glasklare Ziele gehabt. Das eine, dass man sich in Brüssel für eine Änderung der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung einsetzen soll. Denn die österreichische Gesetzgebung beruht ja auf einer Richtlinie der Europäischen Union. Und das zweite Anliegen war, dass man die Terrorgesetze, also die Gesetze zur Überwachung in Österreich, evaluiert. Es hat dann durchaus ein ordentliches Hearing im Justizausschuss gegeben mit 16 Expertinnen. Die Kritikerinnen der Vorratsdatenspeicherung haben deutliche Worte gefunden. Ich möchte nur ein paar Dinge zitieren. Da hat es geheißen, die rechtsstaatliche Notwendigkeit von Terrorparagraphen ist gering. Oder von Experten wortwörtlich geäußert, das ist der Polizeistaat in der Schublade, das ist Stasi 2.0. Oder Kriminelle wissen, wie man Maßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung umgeht, getroffen werden unbescholte Bürgerinnen. Das waren die Meinungen von unabhängigen Experten und Expertinnen, die Kritik geübt haben. Es hat auch welche gegeben, die waren für die Vorratsdatenspeicherung beim Hearing. Das Auffällige war, das waren alles Beamte von diversen Ministerien und die Rechtsschutzbeauftragten. Also, dass die Rechtsschutzbeauftragten euphorisch sind für die Vorratsdatenspeicherung, macht mich mal grundsätzlich skeptisch, aber sei es so. Aber die einzigen Befürworter waren die Vertreter des Ministeriums. Der Vertreter des Infrastrukturministeriums hat gesagt, er ist schon froh, dass die verfassungsrechtliche Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung argumentierbar ist. Also da ist offensichtlich der Anspruch sehr gering. Der Vertreter des Justizministeriums war ein großer Anhänger der Vorratsdatenspeicherung. Er hat mit leuchtenden Augen von den Vorteilen geredet und er war so euphorisch, dass er gesagt hat, im Justizministerium kann man sich sogar vorstellen, dass man Vorratsdaten in Zukunft auch bei Urheberrechtsverletzungen einsetzt. Und damit ist genau das passiert, was wir immer kritisiert haben. Wir haben gesagt, man öffnet die Büchse der Pandora. Man beginnt beim Strafrechtlichen und landet dann bei der Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen und einem massiven grundrechtlichen Eingriff, einem massiven Ausbau des Überwachungsstaats. So, die Behandlung der Bürgerinitiative war ja grundsätzlich ordentlich. Man hat das Ganze in den Justizausschuss weiterverwiesen und hat dann dort ein umfassendes Hearing abgehalten. Das war richtig und da kann ich mich durchaus bei allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Justizsprecher bedanken. Was enttäuschend war, ist das Ergebnis, weil bevor noch das Ergebnis des Hearings, also der Meinung der Expertinnen, festgestanden ist, hat man der Grünen Fraktion bereits einen Antrag zugeschickt, was am Ende dieser Debatte stehen soll. Also man hat noch gar nicht gekannt, was es an Kritikpunkten geben könnte, man hat aber schon gewusst, dass man nichts tun will. Denn das, und das wird auch heute abgestimmt, was als Ergebnis der Bürgerinitiative übrig bleibt, ist ein lauwarmer Antrag. Übrig bleibt nämlich, dass die Regierung ersucht wird, allfällige Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes umzusetzen. Ja, da kann man nur lachen. Erstens, dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Das ist ungefähr so, wenn das Parlament beschließt, die Regierung möge regieren oder wenn der Himmel wolkenfrei ist, soll die Sonne scheinen. Diesen Grad hat dieser Beschluss, der heute gefasst wird.
Das haben sich die 100.000 Bürgerinnen und Bürger nicht verdient. Spannend war ja, sich genau anzuschauen, was will die Bürgerinitiative und was sagt die Bundesregierung dazu. Die Bürgerinitiative will, dass man sich in Brüssel für eine Änderung einsetzt. Ich habe während des Hearings die Vertreter des Innenministeriums gefragt, was ihre Position in Brüssel ist. Die Position Österreichs in Brüssel zur Reform der Vorratsdatenspeicherung ist abwarten. Das ist eine großartige Position. Jetzt funktioniert das aber nicht mehr, was man früher gesagt hat. Früher haben wir gesagt, wir sind eh gegen die Vorratsdatenspeicherung, wir müssen sie aber umsetzen, weil es ist eine Richtlinie in Brüssel. Die wird sich nicht von selber ändern und die wird sich nicht ändern, wenn die österreichische Position abwarten ist. Der zweite Punkt, das Ziel der Evaluierung der gesamten Terrorgesetzgebung. Warum ist das in Österreich nicht möglich? Letzte Woche hat in Deutschland die Regierung aus CDU und FDP beschlossen, dass die Terrorgesetze seit 2001 in Deutschland evaluiert werden sollen. Durchaus mit unterschiedlichen Zielen. Und man wird sehen, was am Ende rauskommt. Aber in Deutschland hat man sich durchgerungen, genau diese Evaluierung vorzunehmen. In Österreich ist das offensichtlich nicht möglich. So, dass auf das österreichische Parlament wenig Verlass ist, wissen wir. Daher haben wir uns ja auch und viele Bürgerinnen und Bürger an den Verfassungsgerichtshof gewendet. Und der Verfassungsgerichtshof, und das ist beachtlich, hat im Dezember beschlossen, wegen schwerer grundrechtlicher Bedenken die Beschwerde dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Davon erwarte ich mal mehr als von den lauwarmen Anträgen des Parlaments. Unsere Position ist relativ klar. Dieser Antrag, diese Beschwerde wird jetzt 1,5 Jahre in Brüssel liegen, so lange dauert das. Bis dorthin gibt es nur einen einzigen Weg. Das österreichische Parlament muss diese massive Überwachungsmaßnahme zurücknehmen und aussetzen. Wenn der Verfassungsgerichtshof andeutet, es gibt schwere grundrechtliche Bedenken, dann soll sich das Parlament darüber nicht hinwegsetzen. In diesem Sinne, 100.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich es nicht verdient, dass sie heute mit einem lauwarmen Antrag auf den Arm genommen werden. Daher werden wir auch diesem lauwarmen Antrag nicht zustimmen, denn eines steht fest, wenn der Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof Recht gesprochen hat, dann wird das Parlament mit oder ohne diesen Antrag reagieren müssen. Handeln müsste man jetzt schon. Dankeschön. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Magister Peter Michael Ickrat. 4 Minuten sind wunschgemäß eingestellt. Bitte. Herr Präsident, meine Frau Bundesministerinnen, Kolleginnen und Kollegen, ich stimme mit meinem Vorredner darin überein, dass wir einerseits die Unterstützung, die diese Bürgerinitiative erfahren hat, sehr zu respektieren haben und auch das Thema, das eine weitreichende Bedeutung hat, weil es immerhin die Anliegen der Grundrechte der Bürger betrifft, sehr ordentlich und sehr sachgerecht behandeln müssen. Aus meiner Sicht, und dem hat er ja zugestimmt, haben wir uns auch im Justizausschuss bemüht, das zu tun. Warum das Ergebnis jetzt als ein lauwarmer Antrag gewertet wird, verschließt sich mir, weil ich glaube, gerade das Ergebnis, der Antrag, den wir heute stellen werden, ist ein Ergebnis des Hearings, ein Ergebnis unserer intensiven Befassung. Wir haben ja auch die Proponenten der Bürgerinitiative mit einbezogen und ihnen dort auch, glaube ich, ausreichenden Raum für ihre Positionen gegeben. Und warum nun dieses Ergebnis gerade von den Grünen nicht mitgetragen werden soll, weiß ich nicht, weil, und da sind wir uns ja auch einig, mit Sicherheit das Thema der Vorratsdatenspeicherung das Hohe Haus neuerlich beschäftigen wird. Ich möchte auf eines jetzt verweisen. Es ist das Thema Vorratsdatenspeicherung eines, hinter dem ein klassischer Gegensatz jeder demokratischen Gesellschaft steht. Hier die Freiheit, da die Sicherheit. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Anspruch des Bürgers auf Schutz seiner Privatsphäre, auf Freiheit vor unsachgerechten Eingriffen des Staates in diese
und andererseits das Bedürfnis einer der Gesellschaft nach Sicherheit und der Exekutive nach effektiver Garantie dieser Sicherheit. Und dieses Spannungsverhältnis muss jedes Mal wieder neu ausbalanciert werden. Und ich verweise darauf, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ein Resultat jener Terroranschläge von London und Madrid ist, auf europäischer Ebene 2006 beschlossen und ursprünglich nur für Terrorbekämpfung und zur Bekämpfung schwerer Verbrechen, die in der Richtlinie nicht näher definiert sind, ausgelegt war. Wir müssen nun prüfen, ob die Umsetzung in Österreich diesem Anspruch, diesem Anliegen auch wirklich gerecht wird. Und ich gestehe, je intensiver man sich mit der Materie befasst, desto größer wird das Fragezeichen, ob es da nicht zu einem überschießenden Gestaltung zugunsten der Sicherheit und zu Lasten der Freiheit des Bürgers gekommen ist. Und das war ja auch das Ziel, uns intensiv damit zu befassen, und wir tun es ja auch. Und ich spreche von einem Fragezeichen. Und deswegen ist es ja auch anhängig jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Und deswegen überarbeitet die Kommission die Richtlinie. Und deswegen ist unsere Überzeugung, sachgerecht vorzugehen, indem wir nun diese schwebenden Verfahren beobachten, die Erkenntnisse aus diesen Verfahren verwerten und dann neuerdings im Hohen Haus im Lichte dessen wieder diskutieren und dann durchaus auch zu Anpassungen des Gesetzes kommen, nach dem Prinzip so viel Freiheit für den Bürger wie möglich und so viel Sicherheit wie notwendig. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Dr. Wolfgang Birkelhofer. 4 Minuten sind eingestellt. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus. Kollege Ickrath, Sie haben von einem klassischen Widerspruch gesprochen in Ihrer Rede, den kann ich auch Ihnen nur bestätigen, nämlich Widerspruch Ihrer Politik. Sie können nicht einerseits für Menschenrechte und für Grundrechte eintreten, so wie sie im Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben sind, nämlich das Grundrecht auf Privatsphäre, und wirklich ernsthaft hier argumentieren, vom Pult weg. Ja, Anlass war ja eigentlich, waren ja nur die Terroranschläge in Madrid etc. 2 Terroranschläge und das Ergebnis, 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger werden sozusagen zu Überwachungsobjekten. Ist das ein Zugang? Ist das nicht Ihr Widerspruch? Und das ist doch unglaublich, Kollege Ickrath, dass Sie sagen, wir warten jetzt ab, wir speichern Daten und warten ab, bis Entscheidungen auf europäischer Ebene stattfinden. Und in dem Entschließungsantrag, und das ist unser Zorn darüber, kommt ja gar keine politische Stoßrichtung in Richtung Kommission vor. Sie sind ja gar nicht bereit, aufzutreten in Europa gegen einen Wahnsinn, den man nur so bezeichnen kann, nämlich 500 Millionen Menschen zu Überwachungsobjekten zu machen. Das kann man in keiner Form akzeptieren, und daher ist auch dieser Entschließungsantrag viel zu schwach aus unserer Sicht. Meine Damen und Herren, das ist insbesondere so dramatisch, weil Sie haben nicht ausgeführt, Kollege Ickrath, dass ja in mehreren Mitgliedstaaten die dortigen jeweiligen nationalen Verfassungsgerichtshöfe bereits diese Umsetzung für verfassungswidrig erklärt haben. Also wir wären hier in einem guten Team mit anderen Ländern richtig aufgestellt, wenn wir hier die Entscheidung politisch wahrnehmen, zu sagen, nein, diese Vorgangsweise ist die falsche. Wir gehen auf Basis dieses Hearings gemeinsam vor, wir nehmen die Entschließungen des Parlaments, wir werden hier die Bundesregierung auffordern, auf europäischer Ebene aktiv zu werden und die EU-Richtlinie 2006/24/EG eben entsprechend ändern oder überhaupt abstellen. Diese Art von Politik ist nicht zeitgemäß und ist auch nicht bürgernah und ist auch nicht effizient. Auch nicht im Hinblick auf Terrorbekämpfung, Kollege Ickrath. Eines abschließend zum Prozedere. Ich muss sagen, der Kollege Steinhauser hat ja zu Recht hier angeführt, welche Bedeutung auch diese Bürgerinitiative eigentlich hat, auch im parlamentarischen Prozess, weil mehr als 100.000 Menschen erstmalig übrigens auf der Homepage des Parlaments diese Bürgerinitiative zusätzlich unterstützt haben.
Und das ist schon ein Novum. Und ich bin etwas traurig, sage ich, als Mitglied des Petitions- und Bürgerinitiativenausschusses, weil meine Vorstellung wäre gewesen, dazu einmal ein öffentliches Hearing als ersten Schritt zu machen, bevor man in die Fachebene geht, in den Fachausschuss. Das finde ich gut. Das hat auch der Kollege Steinhauser gut dargestellt. Das war eine spannende, richtige und qualitativ hochstehende Debatte. Aber man hätte eben die Zeit auch nutzen können dazwischen für ein öffentliches Hearing, zum Beispiel im Plenarsaal, wo man dann auch in der Öffentlichkeit die Problematik noch einmal in aller Breite diskutiert hätte, damit auch die Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen, um welche Fragen es hier geht und dass es hier um ihre Grundrechte geht, die es zu verteidigen gilt und wo wir Grünen uns massiv dafür einsetzen werden. Danke. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Magister Johann Mayer. 4 Minuten sind eingestellt. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Vorratsdatenspeicherung handelt es sich, und das wurde bereits ausgeführt, um europäisches Recht. Österreich hat im Jahre 2005 und 2006 durch die damalige BZÖ-Justizministerin Gasteiger und den damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel die Gastinger dieser Richtlinie zugestimmt. Österreich hat in weiterer Folge gegen die Richtlinie, was möglich gewesen wäre, auch keinen Einspruch erhoben. Wenn es nun in Europa eine Debatte gibt um Grundrechte einerseits und andererseits um Sicherheit, dann müssen wir eines klar sagen: Dieses Spannungsverhältnis, das es hier gibt, kann kein Verfassungsgerichtshof lösen. Und ich berichtige meinen Vorredner, den Kollegen Birkelhuber. Die Verfassungsgerichte der anderen Mitgliedstaaten haben nicht die Vorratsdatenspeicherung an sich in Frage gestellt, sondern nur die Umsetzung. Das ergibt sich insbesondere auch aus der Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichtes. Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn nun jemand diese Richtlinie ändern und beseitigen kann, dann ist das ausschließlich der Europäische Gerichtshof. Und hier behängen derzeit 2 Verfahren von nationalen Gerichten, nämlich vom Irish High Court und vom österreichischen Verfassungsgerichtshof. Vor 2 Tagen hat auch die österreichische Datenschutzkommission einen Antrag an den EuGH gestellt in der Frage, darf das Recht auf Auskunft überhaupt verweigert werden? Ich habe zur Frage der Vorratsdatenspeicherung eine ganz eindeutige Position. Ich halte sie nicht vereinbar mit Artikel 8 der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Hohes Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Richtlinie ist zu einer Zeit erlassen worden, als es den Lissabonner Vertrag und die Grundrechtecharta der Europäischen Union als Teil des Lissabonner Vertrages nicht gegeben hat. Und nun kann der Europäische Gerichtshof darüber befinden, ob eine Grundrechtskonformität gegeben ist oder nicht. Aber grundsätzlich, Hohes Haus, müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ist eine adäquate Strafverfolgung im Internet möglich oder nicht? Stichwort Cybercrime. Internet ist Tatmittel und Tatort zugleich. Und wir sind alle hier der Meinung, dass Strafverfolgung als legitimer Anspruch der Gesellschaft, das heißt des Staates, möglich sein muss, und zwar mit minimalen Grundrechtseingriffen. Den Strafverfolgungsbehörden muss es daher möglich sein, in engen grundrechtsschonenden Grenzen Erkenntnisse aus bestimmten Daten zu gewinnen. Das stammt nicht von mir, sondern vom Bundesdatenschutzbeauftragten Deutschlands, einem Mitglied der Grünen Partei. Und er hat vorgeschlagen, das Quick-Freeze-Verfahren in Österreich einzuführen oder in Europa einzuführen. Und ich glaube, wir müssen auch in dieser Richtung offen sein und weiter diskutieren. Ich halte die Vorratsdatenspeicherung in der derzeitigen Form für überzogen. Ich halte die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene in dieser Form nicht gerechtfertigt, weil alle wissenschaftlichen Studien
weil alle wissenschaftlichen Studien ergeben haben, dass damit die deliktspezifischen Aufklärungsquoten in keiner Weise erhöht werden. Mein Respekt gilt all den Kritikern auch in Europa und in Österreich, die nicht nur sich kritisch zur Vorratsdatenspeicherung geäußert haben, sondern einen wesentlichen Beitrag für die Demokratie und für die Republik Österreich geleistet haben. Und auf Ihre Frage zu antworten, Herr Kollege Groß, ich habe bei dieser Abstimmung nicht mitgestimmt, im Gegensatz zu BZÖ-Mitgliedern auf europäischer Ebene, denn hätte die damalige BZÖ-Ministerin nicht zugestimmt, dann hätten wir in Europa und in Österreich keine Vorratsdatenspeicherung. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Magister Harald Stephan. 6 Minuten sind eingetragen. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Frau Bundesminister, ja, wir reden heute über die Bürgerinitiative Stoppt die Vorratsdatenspeicherung, ein sehr griffiger Titel und es war auch eine sehr erfolgreiche Bürgerinitiative. Und es geht hier um ein Thema, das uns leider immer wieder auf der Ebene der Europäischen Union beschäftigt, nämlich dass unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung und der Antidiskriminierung immer wieder Maßnahmen gesetzt werden, die die Grund- und Freiheitsrechte einschränken. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein Teil davon. Wir haben aber auch die Fluggastdatenspeicherung, wir haben das SWIFT-Abkommen, wir haben Projekte wie INDECT, die noch über das Ganze weit hinausgehen, wo also alle Bilddaten noch erfasst werden sollen und für die Überwachung verwendet werden sollen. Also es reiht sich hier leider in eine sehr unrühmliche Reihe ein und es ist richtig, leider haben auch die Vertreter Österreichs hier zugestimmt dieser Richtlinie. Allerdings ist es der SPÖ und dem derzeitigen Bundeskanzler jedenfalls unbenommen, hier auf europäischer Ebene dagegen aufzutreten, Herr Kollege Mayer, wenn Sie das schon so zu Recht ansprechen. Ich verstehe nicht, warum es da kein einziges Wort gibt von unseren Vertretern, vom Bundeskanzler, wenn man feststellt, das entspricht nicht der Grundrechtscharta, dann ist es doch ein leichtes, hier dagegen aufzutreten, Verbündete zu suchen und dagegen vorzugehen. Also diese Scheinheiligkeit verstehe ich nicht. Wir haben also die Vorratsdatenspeicherung für die Terrorismusbekämpfung, weil ja es Anschläge gegeben hat, die werden immer sehr gerne herangezogen als Begründung dafür, dass man dann einschränkende Maßnahmen setzt. Das kennt man ja aus der ganzen Welt. Die USA ist ein großes Vorbild bestimmt. Und wofür ist es jetzt tatsächlich eingesetzt worden? Der Rechtsanwaltskammertag 2010 hat gemeint, ja, Terroristen gibt es in Österreich erst seitdem es Antiterrorgesetze gibt. Ja, das scheint mir wirklich so zu stimmen. Und weiters haben sie dann dort eine Vortragsreihe unter dem Titel Der Terrorist als Gesetzgeber herausgegeben. Genau das ist der Punkt. Man verwendet das als Vorwand, etwas, was es gar nicht in der Form gibt, jedenfalls in Österreich, und verwendet es dann, um hier Überwachungsmaßnahmen zu setzen. Und die gehen, wie man jetzt hört, da gibt es bereits Ideen, auch vom Justizministerium, habe ich zumindest Leuten hören, dass auch Urheberrecht jetzt hier damit angegangen werden soll, dass er auf die Vorratsdaten zurückgreifen kann. Also das, worum es ursprünglich gegangen ist, um wirklich schwere Kriminaldaten, um Terror, um organisierte Kriminalität, das ist längst weg. Und wenn man sich anschaut, was ist jetzt wirklich passiert? Erstens einmal die Sinnhaftigkeit der Vorratsdatenspeicherung. Es gibt keine einzige Untersuchung, die zeigt, dass die Vorratsdaten tatsächlich für die Kriminalitätsbekämpfung, jetzt auch nur für die schlichte Kriminalitätsbekämpfung, tatsächlich wirklich nützlich sind. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, es stellen alle fest, dass es ein völlig überschießender Eingriff in die Grundrechte ist, also auch das massiv abzulehnen. Und wie viele Abfragen gibt es jetzt wirklich? Das hat also diese Anhörung am Ende der Bürgerinitiative gezeigt, dass es hier ganz wenige Abfragen auf Vorratsdaten gibt. Interessant, warum eigentlich? Ja, weil in Wahrheit die Polizei und die Behörden nach wie vor auf die Verkehrsdaten zugreifen. Und zwar 100 bis 1000 Mal so oft werden nach wie vor auf die Verkehrsdaten, die es schon immer gab, zugegriffen und nicht auf die Vorratsdaten. Interessant. Also hat man hier offenbar eine bürokratische Hürde eingebaut, hat uns jetzt etwas hier vorgemacht, indem wir die Vorratsdaten relativ eng die Abfragen erhalten und in Wirklichkeit wird auf die Verkehrsdaten zugegriffen und das ist dann das Ergebnis all dieser ganzen Aktionen. Also die Sinnhaftigkeit ist also mal ein wesentlicher Punkt, nämlich auch deshalb, weil ja die sich wirklich damit auseinandersetzen, das leicht umgehen können. Ein Experte hat mir gesagt, ein Mensch, der 2 Semester
Informatik studiert hat, der kann das ohne Probleme alles umgehen. Nur alle anderen, die das nicht können, die normalen Bürger, wenn man so will, die halt ihr Telefon verwenden und ihren Computer, die werden überwacht. Die werden flächendeckend überwacht mit allen ihren Bewegungsdaten, mit allen ihren Kommunikationsdaten. Der es darauf anlegt, der nicht überwacht werden will, der kann das ganz leicht umgehen. Und das ist das große Problem. Wir schaffen also hier, wie auch heute schon gesagt wurde, einen Generalverdacht, weil verdachtsunabhängig alle überwacht werden, alle Daten überwacht werden und in Wirklichkeit gezielt nicht gegen den Verbrecher vorgegangen werden kann. Daher kann es wirklich nur heißen, die Vorratsdatenspeicherung in dieser Form ist schlicht und einfach aufzuheben und man muss auf europäischer Ebene auch klar machen, dass man nicht bereit ist, eine derartige Richtlinie umzusetzen. Unter Hinweis auf die Menschenrechtskonvention und auf die Grundrechtecharta der Europäischen Union müsste das ein leichtes sein und da müssen wir nichts abwarten, da müssen wir nicht auf irgendetwas warten, wobei ich allerdings hoffe, dass der Verfassungsgerichtshof uns hier noch zur Seite springt. Zusammenfassend dann noch der zweite Punkt, dass ich nicht vergesse, die Evaluierung aller jener Maßnahmen, die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte sind. Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits vor ziemlich genau einem Jahr hier eingebracht im Parlament, weil wir eben der Meinung sind, dass diese ganzen Maßnahmen, Terrorismusprävention und so weiter, die alle in die Grundrechte eingreifen, auch Grundrecht der Meinungsfreiheit und so weiter, dass die einer klaren Kontrolle unterworfen werden müssen. Denn es muss klar sein, dass die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte mit einem möglichst geringen Ausmaß natürlich getroffen werden. Und dort ist der große Maßstab. Die Sicherheit der Bevölkerung ist uns Freiheitlichen nachweislich, wie man hier immer wieder auch merkt, ein sehr großes Anliegen. Allerdings muss es mit angemessenen und geeigneten Mitteln getroffen werden. Weil der Umgang mit den Grund- und Freiheitsrechten ist letztendlich auch ein Maßstab für die Reife eines demokratischen Rechtsstaats und wir werden daher auch weiterhin schauen, dass diese Eingriffe im geringstmöglichen Ausmaß eingesetzt werden. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Gerald Groß. 3 Minuten sind wunschgemäß eingestellt. Bitte. Kollege Mayer, Hohes Haus, ich finde es ja schon etwas eigenartig, dass man heute bei dieser Debatte die Richtlinie der Europäischen Union 24/2006 EG dazu hernimmt, um das Debakel, das Österreich mit der Vorratsdatenspeicherung erlitten hat, irgendwie zu rechtfertigen. Kollege Mayer, nicht die ursächliche Richtlinie der Europäischen Union zur Vorratsdatenspeicherung, zur Verfolgung von Terrorismus, Kinderpornografie, Cybercrime etc. etc. war das Problem, sondern die überschießende Umsetzung dieses österreichischen Nationalrates mit Stimmen der Sozialdemokratie und der österreichischen Volkspartei, deren Sozialdemokratie, deren Sie als Abgeordneter selbst angehören und von dieser Partei Sie zum Vorsitzenden des österreichischen Datenschutzkommission gemacht worden sind. Und heute hier stehen und heute hier davon sprechen, wie schlimm denn diese Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung für Österreich war und eigentlich alle unsere Argumente aus dieser damaligen Plenardebatte, wo sich Freiheitliche, Grüne und das BZÖ zu Wort gemeldet haben und wir gemeinsam gesagt haben, diese Umsetzung ist falsch und sich heute alle diese Argumente plötzlich als richtig darstellen. Herr Kollege Mayer, es ist nicht besonders heldenhaft in der guten alten sozialdemokratischen Tradition des Herrn Dr. Heinz Fischer, sich bei wichtigen Abstimmungen in den Toilettbereich zu schleichen. Das ist nicht besonders heldenhaft. Heldenhaft ist, hier im Plenum des österreichischen Nationalrates gegen etwas zu stimmen, wenn man der ehrlichen Überzeugung ist, dass es sich gegen die Menschen in diesem Land richtet. Und ja, Herr Doktor, Verzeihung, nehme die akademische Graduierung sofort zurück, Herr Magistermeier, und ja, es war falsch. Jetzt geht er wieder. Wieder Fischer. Ja? Wenn es ein bisschen peinlich wird, wird wieder der Toilettbereich vorgezogen. Das ist nicht sozialdemokratischer Heldenmut, Kollege Mayer, sondern sozialdemokratischer Heldenmut wäre es, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, dass die Vorratsdatenspeicherung selten, jetzt geht er aus, siehst, jetzt ist er weg, bei Bundi und Bundi wieder zu finden, dass es ein unzulässiger Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicherinnen und Österreicher war.
Und nicht die Kriminellen wurden durch diese Umsetzung in Österreich in das Fadenkreuz der Ermittlungsbehörden gebracht, sondern alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, alle Unbescholtenen, alle anständigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wenn sie ein Telefon, ein Internet oder das Mail gebraucht haben, sind im Fadenkreuz dieser Vorratsdatenspeicherung mittendrin. Und die Österreichische Volkspartei meint, jetzt warten wir wieder, Kollege Ingrat sagt, jetzt warten wir mal ab, prüfen wir weiter und irgendwann werden wir schon sehen. Das ist nicht der Schutz des Menschenrechts auf Grund und Freiheit, der Grund- und Freiheitsrechte. Wenn man sich diese Vorgangsweise in Österreich ansieht, dann wäre ja Herr Metternich vor Neid erblasst. Denn diesen Überwachungsstaat hat selbst das große christlich-soziale Vorbild offenbar nicht zusammengebracht. Ja? Der hat nur durch Schlüsselloch geschaut. Sie speichern alle Daten und das ist falsch. Bei diesem im Hearing und der Kollege Steinhauser, glaube ich, hat es gesagt, bei diesem Hearing hat es keinen anerkannten Experten gegeben, der in irgendeiner Form für diese Vorratsdatenspeicherung gesprochen hätte, außer der Vertreter des Justizministeriums. Ja, der mit Zähnen und Klauen diese Vorratsdatenspeicherung hier verteidigt hat. Es ist unstatthaft und es entspricht nicht unserer österreichischen Verfassung und es entspricht auch allen anderen nationalen Verfassungen der europäischen Länder nicht, die diese Vorratsdatenspeicherung aufheben, dass ohne Bewilligung, ohne richterliche Bewilligung hier anwendbare Werkzeuge geschaffen werden, die in den unmittelbaren Intimbereich, in die unmittelbare Freiheit von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern eingreifen und das Kommunikationsgeheimnis in irgendeiner Form heben. Das bezweifeln wir von Anbeginn an. Und der Kollege Mayer, der jetzt mittlerweile schon 4 Minuten diesen Plenarsaal verlassen hat, der liebe Kollege Mayer hat hier gemeint, da haben ja alle zugestimmt. Nein, es hat hier im Plenum eine Abstimmung gegeben und eine sehr lange Debatte mit Wortmeldungen meines Clubobmannes Josef Bucher, unseres Sicherheitssprechers Peter Westenthaler. Wortmeldungen aller Experten, aller Oppositionsfraktionen, wo wir alle eindringlich davor gewarnt haben, diese Vorratsdatenspeicherung in dieser überschießenden Art und Weise hier in Österreich umzusetzen und sie haben es trotzdem gemacht. Und heute haben wir dann einen Entschließungsantrag, wo man hier versucht zurückzurudern, anstatt dass man den ehrlichen Weg geht und die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie beschlossen worden ist, gänzlich in Österreich aufhebt und sich neue Wege, auch der Terrorismus und der Kriminalitätsbekämpfung, hier einfallen lässt. Denn der Bericht des Justizausschusses, der auf der Seite 2 vermerkt, dass die unterzeichneten Abgeordneten, das ist im Übrigen wieder der Herr Ickrath und der abwesende Herr Mayer, die unterzeichneten Abgeordneten nehmen in letzter Zeit laut gewordenen Bedenken, dass durch die Maßnahmen Aspekte der Datensicherheit bei den Betreibern nicht ausreichend berücksichtigt werden, was insbesondere die Verhinderung des unberechtigten Zugangs zu den gespeicherten Daten und die Kontrolle deren Löschung nach Ablauf der Speicherfrist betrifft, sehr ernst. Na bumm, ihr nehmt das also mal sehr ernst. Also ihr überwacht jetzt seit einem Jahr Hinz und Kunz in dieser Republik, aber nach einem Jahr nehmt ihr jetzt endlich die Bedenken ernst. Das ist im Übrigen ein Antrag dieses heldenhaften Herrn Mayer, der noch hier vorher herausgestanden ist, diese Vorratsdatenspeicherung war falsch und sie muss fallen. Und auf der anderen Seite bringt er einen Entschließungsantrag ein, wo er sie eigentlich indirekt bestätigt und sagt, ja, aber die Bedenken nehmen wir ernst und jetzt sollten wir evaluieren. Also das ist keine sehr wahrhaftig heldenhafte Vorgangsweise. Wir bekämpfen die Vorratsdatenspeicherung in dieser Form. Wir stehen aber dazu, dem Staat und den staatlichen Instrumenten, den staatlichen Behörden, die Instrumente in die Hand zu geben, um Terrorismus tatsächlich zu bekämpfen, auch was die religiöse Verhetzung in diesem Land betrifft, den Islamismus, alle extremen Ausprägungen, Kinderpornografie bekämpft, schwere Kriminalität, organisierte Kriminalität, die gehören in diesem Land auch bekämpft mit den richtigen Instrumenten, aber nicht die einfachen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auf billige Art und Weise durch Schlüsselloch ins Schlafzimmer geschaut, was offenbar die Träume einiger Abgeordneten darstellt. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Christoph Hagen. 5 Minuten Redezeit sind eingestellt. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus. Ich bin zwar der Meinung, dass der Exekutive jegliche Möglichkeiten für die Bekämpfung der Straftaten in die Hand gegeben werden sollte.
Jedoch kann ich auch dieser Bürgerinitiative hier Stopp die Vorratsdatenspeicherung ganz klar ihre Bedenken nahe finden. Die Situation ist die, dass man das so titulieren könnte: Unschuldsvermutung oder Schuldverdacht ist auf einen einfachen Nenner gebracht, die große gesellschaftliche Auseinandersetzung, um die es hier geht. Wollen wir demokratische Strukturen mit frei handelnden Unternehmungen oder Bürgerinnen und Bürgern oder einen planwirtschaftlich gelenkten Staat, in dem Bürgerinnen und Bürgerinnen per Generalverdacht misstraut wird. Ich glaube, so stellt sich die Situation dar, betreffend der Vorratsdatenspeicherung. Und wenn man dann ein bisschen genauer in die Materie hineingeht, bei der Vorratsdatenspeicherung werden von jedem Menschen in Europa sensible persönliche Daten ohne jeden Verdacht gespeichert. Das heißt, wenn Sie ein Telefon benutzen, wenn Sie E-Mails verschicken, dann wird das aufgezeichnet, oder wenn Sie sogar eine Internetverbindung irgendwo hin haben, dann sind Sie, sollte irgendwo ein Verdacht auftreten, automatisch, wenn Sie mit dieser Person kommuniziert haben, im Generalverdacht, auch wenn Sie gar nicht wissen, um was es geht. Das nächste ist das, dass telefonbezogene Daten von Mobiltelefonen die Standortinformationen aufgezeichnet werden. Das heißt, es ist überall nachvollziehbar, wo Sie unterwegs waren, wo Sie sich aufgehalten haben. Und wenn wir jetzt weiterschauen, das widerspricht dem Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und wenn wir dann weitersehen, dass hier gewisse Staaten, die das bereits eingeführt haben, diese EU-Richtlinie 2006/24 EG, dass hier von den diversen Staaten, die das schon eingeführt haben, die nationalen Verfassungsgerichte diese Vorratsdatenspeicherung als verfassungswidrig erklärt haben. Ich glaube, viel mehr muss man hier nicht dazu sagen, dass man weiß, wo man sich bewegt und was hier abgeht. Und es ist hier schon von Oppositionspolitikern ausführlich, mehr oder weniger ausführlich dargelegt worden, warum diese Vorratsdatenspeicherung in dieser Form abzulehnen ist. Ich sage, wollen wir den gläsernen Menschen ohne Wenn und Aber? Ich denke nicht, und deshalb, glaube ich, ist dieser Bürgerinitiative recht zu gelten, und wir unterstützen diese mit vollem Herzen. Danke. Zu einer Stellungnahme hat sich die Frau Bundesministerin Dr. Beatrix Karl zu Wort gemeldet. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir leben in Europa in einem Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und die stete Wahrung der Grundrechte sind elementare Werte unserer Gesellschaft und prägen dementsprechend auch den Wertekanon der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Als Justizministerin kommt mir die Aufgabe zu, das Vertrauen in unseren Rechtsstaat zu sichern und zu bewahren. Natürlich ist dieses Vertrauen gefährdet, wenn unsere Bürgerinnen und Bürger annehmen müssen, dass ihr Kommunikationsgeheimnis nicht mehr geschützt ist. Eine offene und transparente Gesellschaft ist auf die vertrauensvolle Kommunikation ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Nur auf diese Weise kann Privatheit, aber auch Diskussionsbereitschaft und Teilnahme am öffentlichen Diskurs gewährleistet werden. Skepsis und Sorge der Bevölkerung, wie selbstverständlich auch die heute zur Debatte stehende Bürgerinitiative, nehme ich vor diesem Hintergrund natürlich sehr ernst. Mit großem Interesse verfolge ich daher die weitere Entwicklung zu den drei gegen die Umsetzung der Richtlinie beim Verfassungsgerichtshof eingebrachten Gesetzesbeschwerden. Dies nicht nur, weil bei einem Verfahren immerhin 11.130 Antragsteller auftreten. Seit dem Beschluss des Verfassungsgerichtshofes vom 28. November 2012, mit dem er den Europäischen Gerichtshof mit Fragen zur Vereinbarkeit der Richtlinie mit dem Unionsrecht, insbesondere mit der Grundrechtecharta, befasst hat, stehen wir
vor einer neuen Situation. Ich begrüße diese Vorlage an den Europäischen Gerichtshof, weil nur dadurch sichergestellt ist, dass die Frage der Grundrechtskonformität der in Rede stehenden Richtlinie endgültig geklärt wird. Was natürlich auch in Reformvorhaben der Europäischen Kommission münden wird. Nicht unerwähnt möchte ich jedoch lassen, dass sich aus dem Vorlagebeschluss des Verfassungsgerichtshofes keine Kritik an den Umsetzungsschritten in der Strafprozessordnung herauslesen lässt, weil im Zentrum der Überlegungen die Richtlinie selbst bzw. deren eigentliche Umsetzung in den Regelungen des Telekommunikationsgesetzes stehen. Ungeachtet des mit Spannung zu erwartenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs möchte ich auch auf die Sorgen und Befürchtungen all jener, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherungspflicht wenden, eingehen, und zwar mit einem Blick auf die Praxis. Zur Frage der Zweckmäßigkeit des Zugriffs auf Daten des Telekommunikationsverkehrs möchte ich voranstellen, dass es schon bisher, also über viele Jahre, bereits vor dem 1. April 2012 zulässig und gängige Praxis war, dass die Strafverfolgungsbehörden im konkreten Verdachtsfall und natürlich nur bei Erfüllung der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen über jene Daten Auskunft erhalten haben, die beim Betreiber zu betrieblichen Zwecken vorrätig waren. Diese Ermittlungsmaßnahme stellte schon in der Vergangenheit ein äußerst wirksames Mittel zur Verfolgung und Aufklärung schwerer Kriminalität, etwa Mord, Raub, Einbruchsdiebstahl und Sexualdelikten dar. Die Umsetzung der Richtlinie Vorratsdatenspeicherung hat in Österreich nach meinem Dafürhalten auch zu einem verstärkten Grundrechtsschutz und zu mehr Rechtsklarheit für Anbieter und Behörden geführt, wobei ich vor allem die umfassenden Kontrollbefugnisse des Rechtsschutzbeauftragten der Justiz hervorheben möchte. Auch die zur Gewährleistung einer hohen Datensicherheit geschaffenen technischen Voraussetzungen für die Datenübermittlung, also die verschlüsselte Übermittlung der Daten von den Anbietern an die Strafverfolgungsbehörden, sind als vorbildlich zu bewerten. Hohes Haus, die bisherigen Erfahrungen zur Anwendung der Bestimmungen über die Auskunft von Vorratsdaten haben gezeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden mit diesem Instrumentarium wirklich maßvoll umgehen. Der Rechtsschutzbeauftragte der Justiz berichtet, dass ihm zum 31. Oktober 2012 über 168 Anordnungen nach § 135 Absatz 2a StPO, darunter Fälle von Raub, Vergewaltigung und Suchtgifthandel, vorgelegt wurden. Der Rechtsschutzbeauftragte berichtet im Übrigen, dass sich in keinem Fall Bedenken gegen die getroffenen Anordnungen ergeben hätten. Nicht nur die Einigung zur Förderlichkeit der Aufklärung, insbesondere zur Ausforschung weiterer Beteiligter, sondern geradezu die Notwendigkeit der retrospektiven Ermittlungsmaßnahmen standen außer Zweifel. Vor allem gilt es in der Vielzahl der Fälle schweren Diebstahls mit großen Schadenssummen und des schweren Raubes, teils offensichtlich durch ausländische Banden begangen, wobei in diesen Fällen eine Betroffenheit Unbeteiligter nur im geringen Ausmaß zu befürchten ist, weil sich die Ermittlungen de facto ohne dies nur auf Kommunikationen zwischen den Komplizen beschränken. Der Schutz der Privatsphäre Unbeteiligter ist durch das Erfordernis gerichtlicher Bewilligung, die Prüfung durch den Rechtsschutzbeauftragten und die Ergebnisprüfung durch ihn weitestgehend gewährleistet. Insoweit besteht für mich bislang kein Zweifel, dass wir, soweit mein Zuständigkeitsbereich betroffen ist, gegen den Zugriff auf Vorratsdaten für Zwecke der Strafverfolgung einen umfassenden Rechtsschutz gewährleisten und die Verwendung von Vorratsdaten vom Gesetz klar determinierten Fällen tatsächlich ein notwendiges Instrument zur wirksamen Verfolgung schwerer und schwerster Kriminalität ist, das sich in den letzten Monaten auch in der Praxis bewährt hat. Der Ausgleich zwischen den Rechten des Einzelnen auf Wahrung seiner Rechte auf Datenschutz und Privatsphäre auf der einen Seite und dem legitimen Interesse des Staates und der betroffenen Opfer auf Verfolgung und Aufklärung schwerer und schwerster Straftaten wird nach meinem Empfinden
im Strafverfahren unter den Rahmenbedingungen der Richtlinie auch tatsächlich gewahrt. Wenn nun von den hier vertretenen Fraktionen Zweifel an der Ausgewogenheit der Balance zwischen den Rechten des Einzelnen und den Zwecken der Verbrechensbekämpfung und der Strafverfolgung angemeldet und daraus ein Änderungsbedarf abgeleitet wird, so stellen wir uns gerne dieser Diskussion, weil nämlich die Wahrung der Menschenrechte ein hohes Gut und natürlich auch Maßstab für eine gerechte Justiz ist. Allerdings wird einmal abzuwarten sein, wie der Europäische Gerichtshof die Regelungen der Richtlinie im Hinblick auf die Wahrung dieser Balance bewerten wird. Wir dürfen aber auch nicht vorschnell auf die Schutzfunktion des Strafrechts und seiner Durchsetzung verzichten. Auch Opfer schwerer Kriminalität haben nämlich ein Recht darauf, dass der Staat und seine Organe für die Zwecke der Ausforschung und Verfolgung dieser Taten einen beschränkten und kontrollierten Zugang zu Daten der Telekommunikation haben müssen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Eva Maria Himmelbauer. 3 Minuten sind eingestellt. Bitte. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kollegen und Kollegen, Kolleginnen. Mir ist bewusst, dass das Thema Vorratsdatenspeicherung keinesfalls leichtfertig behandelt werden darf. Gerade weil es sich um persönliche Daten handelt. Und egal, ob es analog oder digital ist, wenn es um persönliche Daten geht, dann müssen wir Wert darauf legen, dass damit adäquat umgegangen wird und dass deren Sicherheit gewährleistet wird. Die Speicherung von Metadaten von elektronischer Kommunikation, aber im Generellen die Umsetzung der EU-Richtlinie, hat für mich verständlicherweise Unmut in der Bevölkerung erzeugt und hat auch berechtigten Zweifel aufkommen lassen, das nicht nur bei uns in Österreich, sondern in der gesamten EU. Beim Hearing im November, und das hat die Frau Ministerin schon angesprochen, hat der Rechtsschutzbeauftragte des BMJ gesagt, dass rund 168 Abfragen getätigt worden sind, seit Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung bis Ende Oktober 2012. Darunter fallen unter anderem Mord, schwerer Raub, Stalking, Vergewaltigung, also durchwegs auch schwere Straftaten, wie es auch die EU-Richtlinie vorsieht. Aber ich glaube auch hier, wenn es zu keiner gegenseitigen Stellungnahme des EuGH geht, müssen wir uns darüber klar werden, wie wir die Grenze ziehen im digitalen Bereich. Dass Begehrlichkeiten geweckt werden, nur weil es die technischen Möglichkeiten gibt und Daten auch für andere Zwecke genutzt werden können, kann so nicht richtig sein. Wir müssen festlegen, für was Telekommunikationsdaten genutzt werden, aber vor allem müssen wir auch aussagen und festlegen, für was sie nicht verwendet werden dürfen. Und wir müssen auch klarstellen, wie die Schutzmechanismen dahingehend aussehen, um die Grenzen für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Dr. Johannes Jarolim. 4 Minuten sind eingestellt. Bitte. Die wichtige Rede mit. Danke für die Nachsicht, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wenn man jetzt die Frage stellt, was eigentlich zu kritisieren ist, ob das Gesetz zu kritisieren ist oder ob jetzt der umgesetzte Normenbestand in der EU zu kritisieren ist, dann muss man sich nur einmal jetzt das Erkenntnis des Verfassungsgerichts, beziehungsweise die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes anschauen zur Vorlage jetzt an den EuGH. Und der Verfassungsgerichtshof spricht ja ganz eindeutig davon, dass er Bedenken hat, dass die EU-Richtlinie über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung der EU-Grundrechtscharta widersprechen könnte. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof sagt nicht etwa, die Umsetzung ist falsch, weil dann könnte er selbst aufheben und könnte sagen, im Lichte der Richtlinie ist die Umsetzung überschießend, sondern er sagt, die Richtlinie gehört angeschaut. Das heißt, das, was wir umgesetzt haben, gehört angeschaut und er geht auch davon aus,
dass sie hier im Lichte der Grundrechtscharta überschießend ist. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied, denn jetzt kann man das drehen und wenden, wie man will. Das Grundübel ist nun einmal das Zustandekommen der Richtlinie durch die seinerzeitige Zustimmung des BZÖ und da kann man also reden, was man will. Man hätte das nicht tun dürfen, ich verstehe das schon, es war also damals offensichtlich peppig, irgendwo mitzuspielen, hat man also nicht lange nachgedacht, hat irgendetwas getan, ohne wahnsinnig für das Hirn zu strapazieren und an dem leiden wir jetzt alle. Insofern ist das natürlich unser aller Problem, weil man damals hätte natürlich auch sagen können, kann man das nicht anders auch machen. Ich glaube also, wenn das, was der Kollege Mayer richtigerweise vorhin gesagt hat, also hier in Deutschland der dortige Datenschutzbeauftragte den Vorschlag macht, nur in Fällen, wo das Gericht das anordnet, blitzartig diese Daten zu speichern und dann anzuschauen, das entspricht es natürlich auch der Intention, weil die Vorratsdatenspeicherung hat eben, und das haben eh alle die Kollegin vorhin auch schon gesagt, den Sinn, in nur schwerst kriminellen Aktivitäten hier als Mittel zur Forschung herangezogen zu werden. Und wenn man sich anschaut, dass es Kreise gibt, die also für einen Händeldieb mehr oder weniger auch die Vorratsdatenspeicherung heranziehen möchte, dann sieht man ja allein darin schon, welche enorme Probleme mit dieser Möglichkeit hier für schwerkriminelle Fälle entstehen kann. Und daher ist das, was also hier, und das ist ein Grüner, muss man dazu sagen, der also hier diesen Vorschlag unterbreitet hat in Deutschland, diese Quick Freeze durchzuführen, nämlich hier dann auf richterliche Anordnung in die Daten hineinzugehen, aus meiner Sicht ein durchaus approbates Mittel, jetzt, wie wir weiter vorzugehen ist. Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht nur eines sagen, weil es auch ja andere Bereiche gibt, wo natürlich dann die unterschiedlichen Kreise jetzt auf einmal auf die Idee kommen, sie würden auch gerne für ihre Zwecke eine derartige Vorratsdatenspeicherung haben. Und das ist also im Zusammenhang des Urheberrechts der Umstand, dass man auch dort zur Verfolgung urheberrechtlicher Eingriffe, und das ist also sicherlich die absolut geringste Intensität jetzt von Eingriffen im Vergleich mit Mord und schweren Körperverbrechen, aber auch Vermögensdelikten, dass man dort das sicher zurückweisen muss. Das sind halt einzelne Bereiche, die das dort also anziehen und ich glaube, unsere Aufgabe ist es hier sicherzustellen, dass das nicht kommt. Ich darf den Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung noch einmal ganz kurz zitieren, was er für Bedenken darlegt. Und das ist, dass durch die vorgegebene Verpflichtung, nämlich der EU-Richtlinie, zur Speicherung der Daten Rückschlüsse auf Verhalten, Gewohnheiten und Aufenthaltsorte der Nutzer von Kommunikationsdiensten und damit die Erstellung von sogenannten Bewegungsprofilen ermöglicht wird. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof sagt nichts anderes. Eigentlich ist dadurch der gläserne Mensch gegeben. Es kann also im Zusammenhang mit einem Missbrauch, das ist dann im nächsten Absatz ausgeführt, jeder, der das will, und sich über diese Hemmschwellen hinwegsetzt, und das kommt halt leider Gottes immer vor, über jeden alles wissen, was es nur gibt, was er so dessen quasi Leben jetzt hergibt, und das können wir sicherlich nicht wollen. Und ich gehe davon aus, dass der EuGH hier die Richtlinie aufhebt und wir dann endlich auch eine entsprechende Anpassung des österreichischen Normenbestands durchführen können. Dankeschön. Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Martina Schenk. 3 Minuten sind eingestellt, bitte. Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Kollege Jarolim, wenn Sie vom Hirnstrapazieren sprechen, dann darf ich Sie bitten, Ihr eigenes Hirn etwas mehr zu benutzen und nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern zu überlegen, wie man hier diese schlechte Richtlinie wegbringen kann und wie man gegen diese Vorratsdatenspeicherung vorgehen kann und nicht erst darauf wartet, dass es die EU aufgrund des Verfassungsgerichtshofsbeschlusses abändert. Ich verstehe das Problem sehr wohl und vielleicht hören Sie zu, dann können Sie auch noch was lernen und keine unqualifizierten Zwischenrufe machen, sehr geehrter Herr Kollege. Tatsache ist, dass die Vorratsdatenspeicherung unbescholtene Bürger unter Generalverdacht stellt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und hier wird auch der Rechtsgrundsatz in dubio pro reo umgekehrt zu in dubio contra reo, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das kann es nicht sein.
Mein Kollege Groß hat es schon ausgeführt und einige Vorredner, vor allem von den Oppositionsparteien, haben es auch schon angesprochen, dass diese Vorratsdatenspeicherung ein massiver Eingriff in die Privatsphäre ist und die Privatsphäre ist ein Grundrecht. Das wissen wir hier doch alle im Hohen Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jeder von uns, der ein Telefon benutzt, der telefoniert, der eine SMS verschickt, der sich im Internet aufhält, wird erfasst. Ist hier von dieser Richtlinie betroffen und die Daten werden gespeichert. Es wird hier quasi jeder kriminalisiert ohne einen Grund. Und der Kollege Steinhauser hat es auch im Eingang in seiner Wortmeldung schon erwähnt, dass die wahren Kriminellen genau wissen, wie sie sich davor schützen. Nur der unbescholtene Bürger, der bleibt wieder auf der Strecke, der wird hier überwacht. Und das lehnen wir ab und das muss auch zu Fall gebracht werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann Ihnen von den Regierungsparteien die Kritik nicht ersparen, wenn ich mir ansehe, dass hier, und Gott sei Dank sind wir in Österreich so weit, dass die Bürger aktiv mitbestimmen, mitbescheiden, entscheiden. Denn wie ist es denn nun zu dieser Situation gekommen, vor der wir heute stehen? Über 106.000 Österreicherinnen und Österreicher haben die Bürgerinitiative unterschrieben. Und über 11.000 Österreicherinnen und Österreicher haben sich an den Verfassungsgerichtshof gewandt mit einer Anfechtung dieser menschenrechtswidrigen EU-Richtlinie und der Verfassungsgerichtshof hat diesem Anliegen Recht gegeben, indem er den Antragstellern Recht gegeben hat, dass er eine Empfehlung an den Europäischen Gerichtshof schickt, hier eben die Konformität dieser Richtlinie zu prüfen und das kann eben alleine nur der Europäische Gerichtshof entscheiden. Diese Entscheidung kann leider sehr lange dauern, bis zu 16 Monaten, wie wir wissen. Der Verfassungsgerichtshof geht aber davon aus, dass hier in diesem Falle rascher entschieden wird, was wir auch hoffen und dass dann durch diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs diese Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht wird. Das hoffen wir natürlich auch. Schade ist es allerdings, dass es dazu die Bevölkerung braucht und dass die Regierungsabgeordneten hier nicht ihrem Auftrag nachkommen, nämlich hier Vorschläge zu machen, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung schon früher loswerden, dass sie rückgängig gemacht wird, dass nicht unbescholtene Bürger weiterhin bespitzelt werden. Hier haben sie ihre Arbeit nicht gemacht, so wie in vielen anderen Bereichen auch. Das ist schade, aber die Österreicherinnen und Österreicher werden Sie bei den kommenden Wahlen dafür sicher nicht belohnen. Nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Magister Karin Hackl. 3 Minuten sind wunschgemäß eingestellt. Bitte. Herr Präsident, ich kann Sie jetzt leider nicht als Ersten grüßen und auch nicht die Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus. Ich muss die Bürger an den Fernsehschirmen herzlich begrüßen, weil was man so gehört hat jetzt in dieser Debatte, macht einem ja wirklich Angst. Und es ist mir ein großes Anliegen, als jemand, der wirklich dafür bekannt ist, sich für Datenschutz einzusetzen, als jemand, der besonders kritisch dieser Vorratsdatenspeicherung bekanntermaßen gegenüber stand und steht, hier die Bürger zu beruhigen. Nein, sie werden nicht bespitzelt. Nein, ihre Daten werden nicht von der Polizei oder vom Staat gespeichert, sondern ihre Daten werden wie bisher bei ihrem Telefonanbieter gespeichert und dort bleiben sie auch. Und dort wurden sie auch schon vorher gespeichert. Der Unterschied ist erstens, jetzt dürfen sie nur noch ein halbes Jahr gespeichert werden, während sie vorher auch für ewige Zeiträume gespeichert wurden. Zweitens, zusätzlich zu den Daten, die schon immer gespeichert wurden, wird jetzt auch ihre IP-Adresse, das heißt, an welchem Computer sitzen sie, gespeichert und von welcher E-Mail-Adresse an welche E-Mail-Adresse ging ein E-Mail? Nicht welche Person, sondern welche E-Mail-Adresse. Dies ist Voraussetzung für ganz normale polizeiliche Ermittlungsarbeit. Es wird kein Inhalt von einem E-Mail gespeichert, niemals und zu keinem Zeitpunkt. Um an diese Daten zu kommen, braucht es ein Vier-Augen-Prinzip bei der Staatsanwaltschaft. Braucht es ein Vier-Augen-Prinzip bei der Polizei? Und weil mir das nicht genug war, haben wir eine Plattform programmieren lassen, die sicherstellt, dass nicht die Polizei beim Betreiber zugreift, sich die Daten herausholt, sich vielleicht mehr holt, als sie darf, auf die diese Daten im Einzelfall, im zu begründenden und überprüfbaren und überprüften Einzelfall gelegt werden und von wo sie jetzt
abgeholt werden können von der Polizei. Viel größere Eingriffe in die Privatsphäre, wie zum Beispiel der Polizist steht auf der Straße, dort wohnt ein Krimineller oder ein Verdächtiger. Jeder, der ein- und ausgeht in dieses Haus, kann fotografiert werden, kann überprüft werden. Darüber gibt es schon lange keine Aufregung mehr. Also man muss die Kirche im Dorf lassen. Richtig ist, dass es nicht sein kann, dass diese Daten, die für schwere Verbrechen und für solche, die nur mit Hilfe dieser Vorratsdaten aufklärbar sind, wie zum Beispiel Stalking. Anders finde ich einen Stalking-Täter nicht. Und wer wie ich schon Frauen getroffen hat, die von ihren Ex-Freunden gestalkt wurden, die psychisch zerrüttet sind, die wissen, dies ist das einzige Instrument, wie wir auch der Täter habhaft werden können. Es ist allerdings weit überschießend, diese Daten oder auch nur andere dieser Daten, es müssen gar nicht die Vorratsdaten sein, in Zukunft auch für ganz einfache, nicht gewerbsmäßige Urheberrechtsverletzungen heranzuziehen und verfügbar zu machen. Dagegen werde ich mich ganz massiv zur Wehr setzen und ich glaube, es ist für viele Menschen, die diese Bürgerinitiative unterstützt haben, genau das der Grund, warum sie so gegen die Speicherung dieser Daten sind, weil jeder illegale, einmalige Download eines Musikstückes, was nicht legal ist, aber was sehr viele unserer Kinder und Jugendlichen dann ab und zu einmal tun, kann damit geahndet und verfolgt werden. Und außer in Fällen der Gewerbsmäßigkeit darf überhaupt keines dieser Daten für Urheberrechtsverletzungen, das ist für mich völlig aus der Waage, herangezogen werden, wenn Sie mich fragen. Die nächste Rednerin zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Elisabeth Hackel. 4 Minuten sind eingestellt, bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Recht laufen seit Jahren bereits Datenschützer und besorgte Bürgerinnen und Bürger gegen die Vorratsdatenspeicherung Sturm. Und der Nationalrat musste aufgrund einer drohenden Millionenklage bei Nichtumsetzung der EU-Richtlinie trotz Bedenken unsererseits letztendlich die Vorratsdatenspeicherung mit 1. April 2012 in Kraft setzen, und zwar auf Basis der notwendigsten Erfordernisse mit kürzester Speicherdauer. Mit der Umsetzung dieser EU-Richtlinie wurden heimische Kommunikationsdienstleister verpflichtet, diverse Nutzerdaten für die Dauer von einem halben Jahr zu speichern, egal ob es einen Anlass gibt oder nicht. Und im Wesentlichen gilt die Speicherungspflicht zum Zweck der Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von schweren Straftaten, was im Prinzip bedeutet, dass diese Daten zur Terrorismusbekämpfung verwendet werden sollten. Uns allen ist bewusst, dass eine gesteigerte Gefahr von terroristischen Aktivitäten in Europa in den letzten 15 Jahren auch die Justiz- und Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen gestellt hat. Hier gilt es für uns Politikerinnen und Politiker, bestmöglich mit der Justiz zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden, die für die Justiz und natürlich auch für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zufriedenstellend sind. Und statt einer generellen Speicherung wäre etwa eine anlassbezogene Bearbeitung bei entsprechend genauer rechtlichen Prüfung des Verdachts schon denkbar. Und hier muss dann auch sichergestellt werden, dass es keine unberechtigten Zugriffe gibt und die Daten dann auch wieder gelöscht werden. Und hier zu gewährleisten, dass diese Daten nicht irgendwie missbraucht werden können, ist schwierig, weil wir mit der Möglichkeit zur Speicherung auch die prinzipielle Möglichkeit des Missbrauchs schaffen. Beim Hearing im Justizausschuss im November teilte uns der Rechtsschutzbeauftragte im Justizministerium mit, dass seit Einführung der Vorratsdatenspeicherung 188 Abfragen durch Justiz- und Sicherheitsbehörden gegeben hat. Und in 19 Fällen ist bis zu diesem Zeitpunkt eine Aufklärung erfolgt. Die Frau Ministerin hat es auch schon erwähnt, ich möchte es noch ein bisschen genauer ausführen. In 3 von bis dahin 168 Fällen ging es um Mord, in 58 um schweren Diebstahl, in 14 um schweren Raub, in 20 um Stalking, in 16 um schweren Betrug, in 20 um Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz und in 10 um Vergewaltigung.
Bei den 19 bis zu diesem Zeitpunkt aufgeklärten Fällen hat es sich bei 7 um Stalking gehandelt. Auf keinen Fall will ich diese Straftaten verharmlosen. Aber es ist schon offensichtlich, dass es sich in diesen Fällen nicht um Terrorismusbekämpfung gehandelt hat. Und dies war ja der eigentliche Grund, weshalb eine Vorratsdatenspeicherung von Seiten der EU gefordert wurde. Und jetzt wird das eigentliche Problem der Vorratsdatenspeicherung sichtbar, denn die EU-Grundrechtscharta garantiert, wie die Europäische Menschenrechtskonvention, und das ist auch in der österreichischen Verfassung verankerte Grundrecht auf Datenschutz, dass jede Person das Recht auf Schutz der sie betreffenden Daten hat. Und wie die oben erwähnte Auswertung zeigt, betrifft die Vorratsdatenspeicherung fast ausschließlich Personen, die keinen Anlass für die Datenspeicherung gegeben haben. Die Behörden ermitteln ihre Daten und sind über das private Verhalten solcher Personen informiert, und dazu kommt dann auch noch die Gefahr des Missbrauchs. Ich möchte den Verfassungsgerichtshofspräsidenten Gerhard Holzinger zitieren, der in einer Presseaussendung vom 18. Dezember 2012 Folgendes sagt: Der Verfassungsgerichtshof ist verpflichtet, den EuGH einzuschalten, wenn er Zweifel an der Gültigkeit bzw. Auslegung von Unionsrecht hat. Wir haben Zweifel daran, dass die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung mit den Rechten, die durch die EU-Grundrechtscharta garantiert werden, wirklich vereinbar ist. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Werner Herbert. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich um 15 Uhr, also in 2 Minuten, unterbrechen werde. Müssen. Wollen Sie beginnen? Oh, nachher. Dann unterbreche ich bis 15 Uhr kurzfristig die Sitzung. Bis auf, es sind noch 2 Redner bis zur Abstimmung gemeldet. Zunächst der Herr Abgeordnete Werner Herbert. Bitte, Herr Kollege. Danke, Herr Präsident, meine Damen, Ministerinnen auf der Regierungsbank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Nun, zahlreiches von meinen Vorrednern wurde hier ja schon an dieser Stelle zum Besten gegeben, wobei ich auf 2 Aussagen im Besonderen noch eingehen möchte. Zum einen ist das die interessante Rede des Kollegen Jarolim gewesen, der da hinterfragt hat, wer denn nun schuld sei an den Vorratsdatenbestimmungen und an der fragwürdigen und sehr kritisch zu hinterfragenden Schärfe dieser Bestimmung, ob das nicht die EU-Richtlinie wäre oder nicht doch die quasi vielleicht sehr eng ausgelegte Gesetzgebung oder Regierungsvorlage dieser Bundesregierung, und er zu dem interessanten Schluss gekommen ist, dass es wohl doch eher die Bundesregierung war, die hier zu diesen fragwürdigen gesetzlichen Bestimmungen über die Vorratsdatenspeicherung samt der Schärfe und den Nachteilen für die Bevölkerung hier verantwortlich zeigt. Ein interessanter Ansatz, Kollege Arlim, immerhin war es Ihre Fraktion, nämlich die SPÖ, die gemeinsam mit der ÖVP diese Regierungsvorlage uns vorgelegt hat und auch mit ihren Stimmen beschlossen hat. Nichtsdestotrotz, andererseits gebe ich Ihnen durchaus recht, hätte es diese EU-Richtlinie nicht gegeben, dann hätten wir uns wahrscheinlich auch diese Regierungsvorlage erspart. Und so gesehen kann man sich den Eindruck nicht erwehren, dass es hier ein Zusammenspiel von 2 Kräften war, die sich die österreichische Bevölkerung wohl am besten beiderseits erspart hätte. Die zweite Replik, die ich hier noch anbringen möchte, war an die beiden Damen Hackl, Namensgleichheit, sowohl jene von der ÖVP als auch jene von der SPÖ, die da gemeint hat, dass diese Daten, Vorratsdatenspeicherung besonders wichtig und sinnvoll wäre, weil man nun besser Stalking bekämpfen könnte. Also das ist nicht nur ein inhaltlicher Unsinn, sondern auch ein logistischer Nonsens, weil, und das war ja auch die Zielsetzung dieser Richtlinie und dieser Vorratsdatenspeicherung, es ja grundsätzlich für schwere Straftaten und Straftaten im Bereich des Terrorismus gedacht war. Wenn man nun das so interpretiert, dann glaube ich, meine beiden Damen von den Regierungsparteien, dann sollten Sie Ihre Parteiprogramme etwas überarbeiten, aber vielleicht auch Ihren Zugang und eigentlich unserer Zielsetzung, die wir hier haben, nämlich dass das ein überschießendes Gesetz ist, dass sich
dass die Rechte der österreichischen Staatsbürger hier in fragwürdiger Weise und unnützer Weise massiv beeinträchtigt und beschneidet und dass hier der Systembespitzelung der EU einmal mehr Rechnung trägt, nämlich angefangen von SWIFT bis hin Fluggastdatenspeicherung bis hin zu dieser Vorratsdatenspeicherung und von INDECT will ich hier gar nichts mehr erwähnen, einmal mehr Rechnung trägt. Das heißt, hier zeigt sich, die EU ist nicht daran interessiert, große Terrorbekämpfungsmaßnahmen zu setzen, sondern hier geht es einzig und alleine darum, Daten zu sammeln, die man dann entweder an die USA verkaufen kann oder weitergeben kann oder andererseits hier im Rahmen einer Bespitzelungsaktion der eigenen Staatsbürger weiterverwenden kann für eigene Zwecke. Alles in allem, diese Vorratsdatenspeicherung, und da darf ich mich wiederholen, was meine Vorredner auch schon gesagt haben und einigermaßen kritisch angemerkt hat, nämlich die generelle und verdachtsunabhängige, das heißt ohne jeden konkreten Tatbestand vorliegende systematische Erfassung von Daten, ist jedenfalls von uns kategorisch abzulehnen. Wir haben das auch nicht nur mehrmals öffentlich erklärt, sondern auch mit einer Klage beim Verfassungsgerichtshof, die mittlerweile beim EuGH anhängig ist, auch klar unter Beweis gestellt, wo wir hier unseren Standpunkt gefunden haben. Und ich denke, es ist eine gesetzliche Regelung, die sich die österreichischen Staatsbürger nicht verdient haben, die überschießend ist, in ihrer Zugangsthematik höchst fragwürdig ist und daher, glaube ich, ist der richtige Zugang, hier nicht einer Evaluierung näher zu treten, sondern überhaupt heranzugehen, diese Bestimmung gänzlich abzuschaffen. Herr Abgeordneter Hannes Fatzekas, bitte. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist eines, an dem kein Mensch mehr vorbeikommen kann, wenn wir uns die tägliche Kommunikation ansehen und wo man sich noch auch berechtigterweise und bewusst die Frage stellen muss, wenn man die Netze sich so betrachtet dann, und auch sieht, welche persönlichen Dinge Menschen von sich geben, dann denke ich, ist auch der Zugang der Bevölkerung zu Datenschutzmaterien völlig verloren gegangen. Auch das ist ein eigenes Thema und bei diesem Thema geht es auch gar nicht mehr darum, die Modalitäten von Abfragen festzulegen, das Vier-Augen-Prinzip und Verschlüsselung, das ist alles positiv und das ist wichtig und gut. Aber es geht mir fast um die grundsätzliche Frage, die heute schon mehrmals angesprochen wurde, wo werden wir uns als freie Gesellschaft hinentwickeln und wollen wir auch diese Entwicklung tatsächlich. Und gerade Österreich hat sich hier ja nicht leicht gemacht und gemeinsam mit Schweden waren wir die Letzten, die mit der Umsetzung der Richtlinie zugewartet haben und sich dagegen gewehrt haben. Die Bundesministerin Bures hat dann gemeinsam mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut einen Gesetzeswurf ausgearbeitet, der versucht, das Unmögliche möglich zu machen, nämlich für den höchstmöglichen Datenschutz zu sorgen. Die Frage stellt sich aber einmal mehr, zu welchem Preis. Und den Menschen die Notwendigkeit mit der Bekämpfung des Terrorismus schmackhaft zu machen, ist natürlich ein verlockendes Argument, natürlich auch die Bekämpfung von Schwerkriminalität. Aber spricht der Erfolg auch letztendlich wirklich für sich? Und die Experten bezweifeln das auch. Die meisten Abfragen hatten mit Terror und Schwerstkriminalität eigentlich nichts zu tun. Und daher erwarte ich auch mit Spannung, weil es ist ein europäisches Thema, es muss in Europa entschieden werden, die Entscheidung des EuGH über die Beurteilung des Übereinstimmens mit der EU-Grundrechtscharta, auch wenn das bedauerlicherweise, und wir wissen, Verfahren dauern so in etwa 18 Monate, dauern wird. Aber auch hier gilt, dass Europa sich hier mehr auflehnen muss, dass die Bürgerinnen und Bürger der europäischen Mitgliedstaaten mehr Bekenntnis zum Datenschutz entwickeln müssen. Das fehlt mir ein wenig. Es gibt nicht sehr viele Länder, die hier eine einheitliche Linie haben, sondern das wird sehr different gesehen. Aber ich weise hier auch, wie bei der AWAS-Initiative, darauf hin, dass es mit dem Modell der europäischen Bürgerinitiative durchaus Mittel und Wege gibt, diese Situation in dieser Form zu lösen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Schließe die Debatte. Wir kommen zur Abstimmung.
Abstimmung erhielt im Ausschussbericht 2086 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Vorratsdatenspeicherung und Datensicherheit sowie deren Überprüfung. Bitte jene Kolleginnen und Kollegen, die dies unterstützen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zum 10. Punkt der Tagesordnung, betrifft Bericht.